Lass mal, es geht schon. Was denn das? Nicht anhalten. Was soll ich denn umfahren? Besoffen ist der. Sind Sie lebensmüde? Hallo? Hallo, hören Sie nicht? Sehen wir mal nach. Sei aber vorsichtig. Ist ihm was passiert? Sieh mal. Hm? Kannst du eine Wunde feststellen? Nicht zu sehen. Der muss sofort ins Krankenhaus. Komm, fass an. Nee. Lass ihn liegen. Los, hau ab. Fahr los, hol einen Arzt und die Polizei. Willst du ihn nicht mitnehmen? Tu, was ich sage. Los, beeil dich. Ich hab Angst. Ach, mir passiert schon nichts. Und nun wieder ein Blick auf die Uhr, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist genau 6:28 Uhr. Noch ein paar Takte Musik und dann hören Sie von Radio DDR unsere Frühnachrichten. Wissen Sie, wo ich ein Telefon finde? Telefon so früh? Hier schläft ja noch alles. Ich brauche dringend einen Arzt und Polizei. Naja, Sie könnten ja Mann bei mir im Stall, aber da dürfen Sie ja nicht rennen wegen solchen Gefahren. Mensch, ich will die Polizei. Auf der Landstraße liegt ein Mann. Ein Mann? Ja, nun machen Sie schon. Wo ist Ihr Stall? Na kommen Sie, Mann. Hier vorne. Und nun, meine Damen und Herren, ein Strauß beschwingt heiterer Morgenmelodien. Die Kitty-Kitty ist ja nicht zu ertragen so früh. Sie sind wohl Morgenmuffel. Heiter beschwingte Melodien bereiten mir direkt Übelkeit zu so früher Stunde. Morgen, Genossen. Hauptwachmeister Lemke. Morgen, Oberleutnant Hübner. Sicher wollen Sie erst den Doktor sprechen? Ja. Darf ich vorgehen? Morgen. Guten Morgen. Das ist Familie Zimmermann, die den Mann gefunden hat. Wie heißt der Geschädigte? Er hat keine Papiere bei sich. Konnten Sie was feststellen? Er ist ohne Verletzungen. Als wir hier eintrafen, schlief er fest und selig. Er dürfte einige Promille im Blut haben. Sein Schlaf ähnelt einer tiefen Bewusstlosigkeit. Bemerkenswert ist nur das Blut an seiner rechten Hand. Nehmen Sie ihn mit? Ja, er könnte sich eine Lungenentzündung zugezogen haben. Ich würde noch etwas Blut von seiner Hand nehmen. Aber das ist doch längst geschehen. Ach, Entschuldigung. Morgen. 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 Wissen Sie noch ungefähr, wo der Mann auf die Straße genau hier. Ist? Es sind ja die Spuren hier noch zu sehen. Kommen Sie. Ja, was wird denn nun mit uns? Können wir nun weiterfahren? Ich habe dringende Termine. Sind die Personalien aufgenommen? Ja, es ist alles aufgenommen. Sie können dann fahren. Dankeschön. Wieder. Gummistiefel, Größe 43 und warmen Mantel hat nicht zufällig jemand. Naja, hätte ich mir denken können. Wenn schon mal was braucht. Na, kommen Sie. Ruhe mal. Hat hier jemand ein Radio an? Radio hat hier niemand an. Aber vorhin war mir auch, als wenn ich Musik gehört hätte. Also suchen wir die Musik. Vielleicht finden wir dann das Pudelskern. Heiter beschwingte Morgenmelodien. Meine zweitbesten Schuhe. Nicht übernehmen können. Ist hier niemand? Sehen wir uns den Geisterkahn mal ein bisschen näher an.
Sehen Sie hier vorne nach. Ich gehe nach hinten. Ja. Ich will auf keinen Fall versäumen, Ihnen die genaue Zeit zu sagen. Wenn Sie vergleichen möchten, es ist jetzt 6:56, 4 Minuten vor 7 Uhr. Klammrot ernst. Aber wenigstens was. Na, was gefunden? Da vorne ist kein Mensch. Sonst nichts von Belang. Und Achtern? Da war ich noch nicht. Sie die Leitstelle. Leutnant Woltersdorf soll kommen mit der K-Technik. Er soll mir warme Sachen mitbringen. Wird erledigt. Genauso, Willard. Motorgüterschiff, hier ist Leitstelle. Kommen, bitte. Bitte kommen, Motorgüterschiff. Und Loco, bitte kommen für Leitstelle. Over. Hier ist die Hohen Luko. Am Sprechfunkgerät ist Oberleutnant Hübner von der K. Die Hohen Luko ist auf Grund gelaufen. Mein Name ist Uwe Wichert. Bist du hier Finger kleben geblieben? Ich bin Binnenschiffer. Ich muss zu meiner Frau und dem Jungen. Ja, aber immer mit der Ruhe, ne? Tief Luft holen und bis 10:10. Sagen Sie mal, bitte, wie Schwester. Spät ist es, junger Mann? Ja, entschuldigen Sie, ich muss doch gleich wieder weg und für längere Zeit. Ich muss Sie sprechen. Na, ausnahmsweise kommen Sie. Aber schön behutsam, ja, und nicht so nervös, junger Mann. Hm? Danke, Schwester. Rolli und mir. Du, ist doch alles gut. Du, was ist denn? Schatz. Was ist denn? Du. Ich habe einen Menschen auf dem Gewissen. Nein. Doch, den Hubert. Lieber. Doch, Schatz. Nicht weiter. Du musst mir helfen. Das haben die ja fein hingekriegt. Na, das hat ein böses Nachspiel. Sagen Sie, wo finde ich denn Ihren Vorgesetzten? Hauptwachtmeister Lemke. Damero, Binnenrederei. Sagen Sie, wo finde ich denn Ihren Vorgesetzten? Der Verantwortliche der K befindet sich am K-Wagen. Mhm. Morgen. Guten Tag. Er muss mit dem Starken in die laufende Schiffsschraube gekommen sein und ist dann über Bord geschleudert worden. Wie geht denn das? Naja, bei dem Eisgang, da verklemmt das Ruder schnell. Und da kann nur der Starken helfen. Selbstverständlich bei Stillstand der Maschine. Offensichtlich lief sie in diesem Fall. Genosse Oberleutnant, außer einer größeren Platzwunde am Kopf, die sehr stark geblutet hat, und dann ein paar Hautabschürfungen, sind keine weiteren äußeren Merkmale zu erkennen. Die Todesursache wird erst durch den Obduktionsbefund festgestellt werden. Ja, und wann kriegen wir den? Brauchen Sie ihn noch heute? Natürlich brauche ich den noch heute. Ach, ist das ein Tag. Und auf wen soll ich nun den Totenschein ausfüllen? Auf Hubert Göpfert. Hier ist sein Personalausweis. Nehmen Sie ihn bitte an sich.
Ernst Klammeruth liegt auf Eis, Göpfert ist tot. Ja. Nun müssen wir nur noch rauskriegen, wo der Schiffsführer Uwe Wiechert abgeblieben ist. Verzeihung, ich bin der Vertreter der Binnenreederei Damerow. Oberleutnant Hübner. Ich hätte mal ein paar Fragen an Sie. Die habe ich auch. Wer fängt an? Ich schlage vor Sie. Ja, also selbstverständlich ist das hier ein dicker Hund. Der tragische Tod unseres Kollegen Göpfert, die Kollision, das offensichtlich fahrlässige Verhalten unserer Besatzung, das hat natürlich seine Folgen. Dafür wird sich der Wiechert verantworten müssen. Das werten wir groß aus. Na, nun kommen Sie doch mal zum Thema, Kollege Damerow. Ja, also, wann kann denn nun das Schiff wieder flott gemacht werden und seine Fahrt fortsetzen? Es handelt sich hier um Eilgüter, die von großem volkswirtschaftlichen Nutzen sind. Die müssen pünktlich an Ort und Stelle sein. Also, die Frage ist schnell beantwortet. Wenn wir das Schiff gründlich untersucht haben, wenn wir wissen, was sich auf dem Schiff abgespielt hat, also, ist der Tod Göpferts die Folge eines Unfalls oder eines Verbrechens? Wo ist Uwe Wiechert? Warum wurde auf dem Schiff so gesoffen? Entschuldigen Sie, ich kann das nicht anders formulieren. Und was machte eine Waltraud Stoll an Bord, wie aus den Schiffspapieren hervorgeht? Ja, Fräulein Stoll, das ist die Verlobte von unserem Kollegen Klammeroth. Die ist als Badegast mitgefahren. Sehen Sie, die eine Frage ist schon beantwortet, aber ich denke, dass die anderen ein bisschen länger dauern. Was heißt denn das ein bisschen länger? Oh, 6 Stunden, 10 Stunden? Ich kann das nicht so genau sagen. Das ist ja völlig indiskutabel. Da müssen Sonderregelungen getroffen werden. Wir kommen doch sonst in Teufels Küche. Meine Leitung wird da sondervoll machen. Ja, ja, gut, gut. Ach, Kollege Damerow, machen Sie sich doch mal Gedanken darüber, wer die Todesnachricht den Eltern überbringt. Verstanden. Genosse Oberleutnant, wir hatten eben Verbindung zur Schiffsstelle. Schiffsführer Wiechert ist gestern am Liegeplatz Trantau von Bord gegangen. Als er zurückkam, war seine Besatzung alleine weitergefahren. Jetzt fragt er fernmündlich nach Gründen und augenblicklicher Position, um wieder an Bord gehen zu können. Wieso denn fernmündlich? Er war im Kreiskrankenhaus. Seine Frau hat gestern entbunden. Ist das üblich, einfach von Bord zu gehen? Unmöglich ist das. Der Wiechert muss doch wahnsinnig geworden sein. Hat die Schiffsstelle noch Verbindung zu Wiechert? Er ruft in 10 Minuten dort wieder an. Na ja, soll er im Krankenhaus warten? Wir lassen ihn dort abholen, sagen Sie ihm. Verstanden. Ja, also noch einen halben Tag, Genosse Oberleutnant. Das wäre mein Angebot. Na ja, das klingt schon viel netter. Na, ich denke schon. Weißt du, dass du Bummelletzter bist? Na, hör mal, ich hab dir warme Sachen mitgebracht. 3-mal zum Wechseln und Tee und Stullen. 3-mal? Ja, falls du ins Wasser fällst. Aha. Siehst du inzwischen durch? Stehe voll im Stoff. Wollte nur dein interessantes Gespräch nicht stören mit dem Kollegen Damerow. Ja, gut, gut, gut. Du musst jetzt einsammeln fahren. Gut. Klammeroth und Wiechert, ja? Ja, und die Stoll. Die Stoll. Die Stoll hole ich selber. Später. Gut. Wohin des Wegs, junger Mann? Unten nicht hier. Die Reinemachfrau ist krank. 4. Tür rechts. Geht's denn? Oh, danke. Wie bin ich denn hierher gekommen? Mit der flotten Lotte. Mit was? Die dringliche medizinische Hilfe hat sie hier mit 3 Promille eingeliefert. Ich verstehe überhaupt nicht. Wie war doch Ihr werter Name? Klammeroth. Ernst Klammeroth. Und Ihr werter Name? Schwester Johanna. Wollen Sie die Rechnung für den Antransport und die Vollpension gleich bezahlen oder sollen wir es Ihnen zuschicken? Herr Wiechert, ne, der ist nicht mehr da. Der hat vorhin bei uns noch mal telefoniert, dann ist er gegangen. Das ist ja ein Ding, der sollte da ja warten. Wie freundlicherweise mal mit seiner Frau sprechen dürfte. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Der Besuch ihres Mannes hat sie wohl sehr angestrengt. Sie hat Fieber. Fieber? Das kommt schon vor. Schließlich hat sie gestern erst entbunden. Was trotzdem mal versuchen. Es ist wirklich dringend, Schwester. Kriminalpolizei? Naja. Ich sehe mal nach, ob sie wach ist. Nett von Ihnen. Schwester, jetzt sagen Sie mir nicht gleich, wer ich bin. Vorhin war mir, als ob sie geweint hat. Versuchen wir es mal. Sie wollten mich sprechen? Ja.
Bitte entschuldigen Sie die Störung, Frau Wichert. Eigentlich wollte ich gar nicht zu Ihnen. Ich suche Ihren Mann. Suchen? Mein Mann? Oh, bitte regen Sie nicht auf. Ich habe mich da dumm ausgedrückt. Ich wollte ihn abholen. Sind Sie von der Reederei? Ich kenne Sie gar nicht. Reederei ist gut, nee. Ich bin von der Kriminalpolizei, Woltersdorf, Leutnant Woltersdorf. Was wollen Sie denn von meinem Mann? Oh, nur ein paar Fragen, nichts von Belang. Es geht um Klamroth. Während seiner Abwesenheit hat es an Bord seines Schiffes eine Avarie gegeben. Mein Mann hat es nicht ausgehalten. Er wollte seinen Sohn sehen und mich. Uwe war sehr in Eile, in Sorge um sein Schiff. Die Ladung muss ja schnell nach Schwedt runter. Er war nur kurz hier und wollte dann gleich zum Schiff zurück. Hat er das gesagt? Ja, das hat er mir erzählt. Ist ja ein dummer Fall und die Reederei schickt mich hierher. Na, macht ja nichts, entschuldigen Sie die Störung. Und herzlichen Glückwunsch für den Jungen, ja. Danke. Bitte. Rufen Sie mich an, wenn Sie ihn haben. Ich meine, wenn Uwe auf dem Schiff ist. Aber selbstverständlich, Frau Wichert. Wo Sie mich danach fragen, fällt es mir erst auf. Nein, hat das Kind nicht gesehen. Und eine Kollegin kann es ihm nicht gezeigt haben? Woher denn? Ich bin allein auf der Station bei dem Arbeitskräftemangel. Rufen Sie mich an, wenn Herr Wichert noch mal kommt, ja? Ja, wird gemacht. Und die Nummer? Die Nummer? Oh, die habe ich ganz vergessen. Ich bin nämlich neu hier. Wissen Sie was? Ich rufe Sie an. Der Weg zur Entbindungsstation war umsonst. Von der Frau konnte ich erfahren, dass er zurück wollte zu seiner Arbeitsstelle. Also für mich war sie ziemlich erregt und in Sorge um ihren Mann. Wann hat er denn die Station verlassen? Vor anderthalb bis zwei Stunden. Und was für mich das Bemerkenswerte ist, er hat sich sein Kind gar nicht angesehen. Aha, guck an. Danke, Toni 5. Macht mal weiter. Wir sehen uns später. Ende. Kollege Damerow. Ja, was ist denn? Was sagen Sie denn nun eigentlich zu dem Verhalten Ihres Kollegen Wichert? Er ist doch eigentlich Kapitän, nicht? Ja, so ist das. Kapitän auf kleiner Fahrt. Kapitäne bleiben an Bord. Nur Uwe Wichert geht mal schnell sein Baby angucken. Was ihn dann gar nicht interessiert. Er hat sich's nicht mal zeigen lassen. Er hat das Kind gar nicht gesehen? Nicht gesehen. Was kostet eigentlich so ein Schiff? So um 1 Million. Schönen Kader haben Sie da, wie der mit Volkseigentum umgeht. Ja, der Wichert muss doch völlig durchgedreht haben. Einfach so davon zu rennen, das kostet ihm doch seine Papiere. Dabei war der sonst ein ausgesprochen zuverlässiger Kerl. Die Besatzung der Hohen Luko überhaupt, eine unserer besten Besatzungen. Immer wenn es knifflige Aufträge gab, da wusste ich, auf die ist Verlass. Wie lange braucht man von der Kreisstadt bis hierher? Unter diesen Umständen? 3 Stunden? 3 Stunden. Herr Klamroth, aussteigen. Na, wird's denn gehen? Na, kommen Sie mal. Na, kommen Sie, da spielt die Musik. Gehen Sie mal. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Könnten Sie mir ein Glas Wasser und eine Tablette geben? Mir platzt der Schädel. Ja, so eine Apotheke habe ich nicht gerade bei mir. Na gut, warten Sie mal noch nicht. Sagen Sie, haben Sie vielleicht eine Kopfschmerztablette und ein Glas Wasser für Ihren Klamroth? Ja, super.
Sie fühlen sich auch in der Lage, mit mir ein Gespräch zu führen, ja? Ja. Na gut. Oh, das ist aber eine prompte Bedienung. Dankeschön. So, Herr Klamroth. Danke, bis jetzt. Na, Sie haben ja einen schönen Schüttler. Grundstück bei 3 Promille. Ihre Blutgruppe kennen Sie, ja? Ah. Stimmt. Und wie Blut mit der Blutgruppe 0 an Ihre Hand gekommen ist, das wissen Sie nicht zufällig. Blut? Mhm. Nee, Herr Leutnant, also beim besten Willen ist bei mir ein absoluter Nullpunkt. Dann wissen Sie sicherlich auch nicht, dass die Hohenluko in den frühen Morgenstunden auf Grund gelaufen ist. Unser Schiff? Heute früh? Ja, ja, heute früh. Mein Gott, bin ich denn verrückt? Bin ich denn verrückt? Das ist ja, als wenn ich weiße Flecke in meinem Kopf habe. Ich stoße mit einer Stange Nebel. Herr Klamroth, ich muss Ihnen was sagen. Ja. Ihr Kollege Hubert Göpfert ist tot. Was? Der? Wie ist denn da passiert? Tja, das müssen wir herausfinden. War es ein Unfall? Oder ein Verbrechen? Leutnant, nee, ich kann doch keinen umbringen. Nee. Was gefunden? Glaub schon. Das Ding hat sich verklemmt. Moment. Sieht aus wie ein Nagel. Das ist auch ein Nagel, ein Schiffsnagel. Zum Flaschenöffner umfunktioniert. Ja, das sieht so aus. Und Blut ist auch drin. Und ein Haar. Mit dem Deck und dem Ruderhaus sind wir fertig. Also kann die Besatzung an Bord gehen? Von uns aus ja. Gut. Kollege Damero. Ja? Die Besatzung kann das Schiff jetzt übernehmen. Danke, Genosse Hübner. Genosse Oberleutnant. Das ging ja schneller, als ich dachte. Ja. Bitte zum Funkwagen. Wer ist denn dran? Frau Wiechert. Wer? Frau Wiechert. Sie fragt, ob Ihr Mann an Bord geht. Ja. Ich komme sofort. Ja, schönen Dank. Wann kann ich vorbeikommen? Sobald Sie können. Gut, danke. Woltersdorf gesagt, dass er sofort aufs Schiff zurück wollte. Und auf der Schifffahrtsstelle. Ich habe solche Angst. Da muss was passiert sein. Wir müssen ihn finden. Bitte! Ich flehe Sie an! Vielleicht hat er keinen Anschluss bekommen. Und Busse fahren, soviel ich weiß, nicht hierher. Was sagt ihr? Blutgerinnsel im Gehirn. Nonu. Keine anderen Verletzungen, Knochenbrüche oder sowas. Nur Kratzer. Mhm. Na gut. Ja, schickt's uns zu. Hm? Mach's gut. Machen Sie mir eine Verbindung zu K2. Hm? Ich warte. Genosse Hübner, die Obduktion hat ergeben, dass Göpfert durch ein Blutgerinnsel im Gehirn gestorben ist. Hm? Keine anderen Verletzungen, keine Knochenbrüche oder sowas, nur Kratzer. Ja, jemand hat ihn mit einem spitzen Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Übrigens, hatte Klamroth Blut mit der Blutgruppe 0 an seiner Hand. Das ist die gleiche Blutgruppe wie die von Göpfert. Da können wir uns doch gratulieren. Nee, also da bin ich vorsichtiger. Klamroth weiß von nichts und das klingt glaubhaft. Na, er muss doch wenigstens wissen, warum er so gesoffen hat. Ja, das weiß er. Klamroth hatte Zoff mit seiner Verlobten Waltraud Stoll, weil plötzlich Loni, seine Gespielin, auf dem Schiff auftauchte. Wie denn auftauchte auf dem Schiff? Na, Hubert Göpfert hat sie wohl aufs Schiff geholt. Na, ich will mir mal die Loni ansehen, die arbeitet im Anker als Kellnerin. Gut, wir sind jetzt hier fertig. Ich muss nur noch rauskriegen, wo der Schiffsführer Uwe Wiechert abgeblieben ist. Ende.
Leitstelle für K2, bitte kommen. Hier, Leitstelle. K2, bitte melden. Ich beantrage eine Fahndung. Gesucht wird Uwe Wiechert. Schönen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, wir können. Heute ist Ruhetag. Können Sie nicht lesen? Doch, doch, natürlich kann ich lesen. Heute ist Ruhetag. Guten Tag. Fräulein Fielenz? So ist es. Hey, danke schön. Leutnant Woltersdorf von der K. Ich hätte ein paar Fragen im Zusammenhang mit der Schiffsbesatzung. Uweshaufen? Wie kommen Sie denn auf die Hohen Luko? Weil... Na, die waren gestern am Liegeplatz. Mhm. Ist was passiert? Ja. Hubert Göpfert ist nach der Weiterfahrt bei einer Havarie verunglückt. Und es war Alkohol im Spiel. Von mir hat er keinen, wenn Sie dahin wollen. Hubert Göpfert ist tot. Tot? Hubert? Ja. Es ist doch nicht möglich. Wir haben doch gestern noch zusammen gesprochen. Die ist an allem schuld. Was haben Sie denn da für einen Kratzer am Arm? Ach, von der Rangelei. Die Kerle betatschen einen doch immer. Na denn. Das ist ein Haar von Hubert Göpfert. Und das ist der Flaschenöffner mit dem verfangenen Haar, wie wir ihn gefunden haben. Hier nun der Vergleich. Links das Haar vom Flaschenöffner, rechts ein Haar vom Geschädigten. Die vergleichende mikroskopische Untersuchung hat einwandfrei ergeben, dass beide Haare von einer Person stammen. Von Hubert Göpfert. Brauchbare Fingerspuren. Tja. Ja, wäre auch zu schön gewesen. So, das Tatwerkzeug hätten wir. Fällt mir nur noch ein Täter. Toi, toi, toi. Guten Tag, Frau Stoll. Ja, bitte. Ist Fräulein Waltraud Stoll vielleicht zu Hause? Was wollen Sie denn von meiner Tochter? Oh, ich hätte einige Fragen an Sie. Im Zusammenhang mit Ihrem Verlobten, Ernst Klamroth. Bitte, Frau Stoll. Meine Tochter hat mit diesem Herrn nichts mehr zu schaffen. Von uns aus kann ihn der Teufel holen. Frau Stoll, es ist für mich sehr wichtig. Bitte, Frau Stoll. Ich bin Oberleutnant Hübner von der Kriminalpolizei. Mein Gott, das auch noch. Womit haben wir das verdient, mein armes Kind? Noch nie hatten wir was mit der Polizei. Kann ich jetzt Ihre Tochter sprechen? Meine Tochter hat einen Nervenzusammenbruch. Ich musste den Arzt holen. Er hat ihr eine Spritze gegeben. Jetzt schläft sie. Gott sei Dank. Warten Sie. Hier ist der Krankenschein. Ich soll jede Aufregung von ihr fernhalten, sagt der Arzt. Und jetzt kommen Sie mit diesem schrecklichen Kerl da an. Schon wenn sie den Namen hört, fängt sie an zu schreien. Hm. Frau Stoll, das will ich nicht. Das verändert die Situation. Vielleicht komme ich noch mal wieder und konsultiere erst mal den Arzt. Ja, das wird besser.
Vielen Dank, Herr Oberleutnant. Was ist denn passiert? Es geht um die Aufklärung einer strafbaren Handlung, in deren Mittelpunkt Herr Klamroth steht. So, so. Naja, Gottes Mühlen malen langsam, aber sicher. Ach Mensch, kommen Sie, Mann, Sie machen das nicht leicht. Also gut. Ich lese Ihnen das nochmal vor, ja? Sie sind dann übers Rolldeck aufs Vorderschiff? Ja. Und haben nach Hubert gebrüllt? Ja. Der kam auch aus der Bugkabine rausgeklettert? Ja. Dann haben Sie ihm eine gelangt, weil er Loni und ihre Verlobte zusammengebracht ja. hat. Können Sie auch noch was anderes sagen, außer ja? Ob er sich gewehrt hat, weiß ich nicht. Das sagten Sie ja schon. Das geschah also alles, nachdem Ihre Verlobte von Bord gegangen ist. Können Sie sich wenigstens daran erinnern? Ja. Ja. Ja, warte nur. Ich bin ins Ruderhaus und hab der Schifffahrtsstelle gemeldet, dass wir weiterfahren. Aha. Ja. Und vorher, da wollte ich aber noch... Da bin ich in die Messe zurück. Nee, Moment. Nee. Ich bin nicht in die Messe, ich bin doch ins Ruderhaus, denn da war ja die Flasche. Ja, gut. Sie haben also wieder getrunken und haben dann die Schifffahrtsstelle angerufen. Haben Sie die Schifffahrtsstelle angerufen, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Oh, Mensch. Ich weiß es nicht. Verstehen Sie denn nicht? Ich weiß es nicht. Als ich im Krankenhaus wach wurde, da dachte ich, ich habe einen Albtraum. Dass Sie in der Nähe der Unglücksstelle einen PKW angehalten haben, daran können Sie sich natürlich auch nicht erinnern. Nein. Sie hatten Blut an den Händen, Herr Klamroth. Blut der Gruppe 0. Hubert Göpfert hat Blut Gruppe 0. Dann verhaften Sie mich doch! Wissen Sie, was das ist? Ah, ist mein Flaschenöffner. Weiß der gehörte Hubert. Also war es Huberts oder Ihre? Er gehörte mir. Mhm. Aber ich habe ihn dann beim Skatspielen an Hubert verloren. Und dieses Ding haben Sie dann Hubert auf den Kopf gehauen? Nein! Wieso nein? Ich denke, Sie können sich an nichts erinnern. Weil ich keinen Menschen umbringen kann! Ja, was ist denn? Entschuldigen Sie, Genosse Oberleutnant. Es ist dringend. Die Schwester hat angerufen. Uwe Wichert ist im Krankenhaus. Na, endlich. Na, so langsam hätten wir sie ja alle beisammen. Fährst du? Aber gerne. Bitte, hör auf zu weinen. Wir müssen da durch. Man kann alles verlieren, aber doch nicht die Würde. Die Achtung vor sich selbst, die muss man doch behalten. Weißt du, ich hab gedacht, ich kann mich drücken. Ich kann nicht drumherum mogeln, kann einfach abhauen. Aber ich kann es nicht. Und ich will es auch nicht. Ich muss dafür einstehen. Das bin ich doch auch dir und Robby schuldig. Aber was soll denn aus mir werden? Ich liebe dich doch. Elke. Was sollen wir denn ohne dich machen? Soll der Junge denn ohne Vater groß? Könntest du mich denn lieben, wenn Ernst für mich den Kopf hinhalten müsste? Ich weiß, es war dumm von dir. Aber ich will dich doch nicht verlieren. Warum ist das bloß alles passiert? Ich bin schuld, weil ich meine Pflicht versäumt. Und dafür muss ich jetzt einstehen. Du. Ich muss jetzt gehen. Sohn sehen? Ja.
besten ist, ich fange mit dem Anfang an. Wie meist begann die Geschichte mit einem Eiltransport. Na, was ist denn? Fahr ich oder fahr ich nicht? Na klar, fährst du die paar Tage und dann das Geld? So eine Chance lässt man sich nicht entgehen. Tag, Frau Krüger! Tag! Noch dazu, wenn mein Vater wird. Naja, aber gerade dann ist es bei dir soweit. Händchen halten kannst du dabei sowieso nicht. Ach, naja. Robert würde ja vielleicht mitkommen, aber ernst. Um diese Zeit findest du doch immer jemanden, der frei ist. Jemand. Außerdem, Weihnachten kostet Geld. Mensch, pack ihn doch an seinen Ehrgeiz. Schönen guten Tag, Frau Lehrerin. Ich halte deinen Beruf auch nicht immer vor, alter Rumtreiber. Ja. Wenn es nicht kurz vor seiner Hochzeit wäre. Ich denke, die heiraten erst Weihnachten. Da seid ihr doch längst zurück. Vielleicht muss dort Ernst für immer ab. Ach, das glaubst du doch selber doch, nicht. Doch, Waltraud will es. Ernst du nicht mehr fahren? Nee. Doch, sein Schimmerdienstbuch hat er zwar noch nicht abgegeben. Aber dann soll sie ihm wenigstens noch diese eine letzte Fahrt gönnen. Tag, Frau Köpfer! Ist Hubert da? Guten Tag, Herr Wiechert. Hubert ist weggefahren. Was ja Pech. Wollen Sie nicht ins Haus kommen? Ich hab's Kaffeewasser schon auf dem Herd. Nein, Hirn. Und wohin ist er? Nach Trantau. Zu Loni? Sie kennen das Mädel? Ja, ein bisschen. Wissen Sie, eigentlich sollte man sowas gar nicht aussprechen. Aber wenn er sie nicht kriegt, dann stellt ja was an. Ach, der Hubert. Na, stundenlang hat er aus dem Fenster gestiert. Und dann hat er auf einmal gesagt, jetzt fahre ich zu ihr. Diesmal ist es ihm bitter ernst. Glauben Sie mir, das merkt man doch als Mutter. Ach, nur beruhigen Sie sich mal. Das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich rufe ihn an. Ach ja, tun Sie das, bitte. Wollen Sie nicht doch ein Tässchen? Nein, danke schön. Ich muss noch zur Klammroth. Na schön. Tschüss. Ernst, eine andere? Das ist doch ein ganz mieser Trick von dir. Höchstens von ihm, wenn er dir nichts sagt. Ernst hätte es mir gesagt. Ihretwegen will er sogar absteigen. Steigen? Spinnst, ja. Na, meine Herren, was darfst du dir noch sagen? Das gleiche. Wenn du mit dem Streit anfangen willst, bitte nach Feierabend. Was hast du denn gegen Hubert? Also mir in deinem Alter hätte der gefallen. Nicht so albern. Muffel. Ich bin nun mal verknallt. Da lass ich nicht mit mir reden. Dich muss man erst mit der Nase draufstoßen. Vielleicht. Willst du ein Bonbon? Ich will kein Bonbon. Mensch, du bist ja ein richtiger Kerl. Ich muss jetzt mal eine Rede halten. Komm immer auf ganz ernst. Liebes Fräulein Stoll. Das ist doch wahr. Wollen Sie am Herzig doch einen Stoß geben? Keiner kennt die Wasserwege so gut wie Ernst. Nass? Ja. Auf ihn kann man sich verlassen wie auf keinen anderen. Und außerdem. Ja, komm. Das Geld ist auch nicht zu verachten, ne? Und außerdem ist es das letzte Mal. Es ist immer das letzte Mal. Es hört doch nie auf. Ach, hör mal, wenn ich es dir verspreche. Wirklich, nur noch diese Fahrt, stimmt's? Und unser Urlaub? Na was denn, ist doch kein Problem. Sie können mal mitkommen. Also hör mal, sag doch nie mal Sie zu ihr. Ja, richtig. Du kannst ja mitkommen. Waltraud. Oh. Auf dem Schiff? Naja. Im Winter. Den Sommer auf dem Schiff kennt jeder. Aber auch der Winter hat seine Reize. Willst du nicht doch mal? Ihr wollt mich wirklich mitnehmen? Oh, hör mal, ruhige Tage hast du an Bord. Es wird dir bestimmt gefallen. Und außerdem,
wirst du merken, dass es gar nicht so zigeunerhaft zugeht auf den Chef. Ja. Sag ja. Warum nicht? Kalt geworden. Ja, lass doch mal sehen, was der Thermometer ist. Na ja, da haben wir es ja wieder. Hm? Um 7 Grad hier so ein... Na ja, und? Na, das kann ganz schön brenzlig werden da vorne, wenn man nicht mehr durchs Eis kommt, Mann. Na los, klotz ran! Für jede Minute über den Termin haue ich euch eine Vertragsstrafe drauf. Wir wollen Weihnachten zu Hause sein, Mann! Was fahrt ihr auch jetzt? Im Winter sitzt der Schiffer zu Hause am warmen Ofen. So war es früher. Früher, da hatten wir noch einen Kaiser. Was sagt denn der Wetterbericht? Ah, nicht sehr günstig. Polarluft. Ach, ist ja sehr erfreulich. Werde ich wohl doch noch eine Flasche besorgen. Nicht ist mit Flasche. Diesmal laufen wir durch. Saufen, saufen. Und eine saubere Haltung, ja? Eine saubere Haltung. Sonst nimmt mich Waltraud unseren Ernst mit. Und wir wollen ihn doch nicht verlieren, nicht? Claro. Fahrt weg, jetzt kommt's dicke.
Geht's nicht ein bisschen früher? Mensch, ich sehe doch das auch erst, wenn wir dran sind. Ja, ist ja gut. Ach, Backbord! Kannst wieder Fahrt aufmachen. Kaffee oder Tee? Tee. Kaffee. Kaffee. Bitte. So viel Zeit muss sein. Langsam wird mir klar, warum die Frauen früher mitgefahren sind. Aber sicher nicht wegen der Romantik. Sondern weil der Schipper eine Arbeitskraft sparte. War deine Frau schon mal an Bord? Ich meine so als Badegast? Oh, danke schön. Danke. Klar. Wie wild, deshalb doch auch das Bäuchlein. Es wird für Sie bestimmt nicht einfach werden, immer allein mit dem Kind. Wieso denn? Ich habe doch zwischendurch immer ein paar Tage frei. Naja, das Leben besteht für mich aber nicht nur aus freien Tagen. Richtig. Aber ohne Chef hält Ernst die Anna nicht lange bei dir aus, Waltraud. Er liebt das alles hier nämlich. Und eben auch die Romantik. Den Salat. Hier kommen wir noch nicht durch, jetzt sitzen wir fest. Mensch, halt die Beine still, mach was. Was soll ich denn machen? Wir holen Eisbrecher. Eisbrecher? Der kommt doch gleich. Klar kommt er gleich. Was? Ein Eisbrecher? Warum denn gleich ein Eisbrecher? Was willst du denn da machen? Alleine machen. Vor, zurück, links, ja. Rechts. Tanz, ne? Na und klar. Ja. Mit Waltraud. Warum nicht? Ja. Er bewegt sich. Naja, ich sag doch hin und her, hin und her. Ah, du bist doch unser Bester. Oh Gott, ich Idiot. Ich hab zwei Finger oben. Oh. Oh ja, so ist schön. Oh. Was ist denn? Hm? Du gefällst mir. Du, mein Mann. Au! Vorhin war ich richtig stolz auf dich. Das ist doch mein Beruf, Mensch. Seid ihr Freunde, Uwe und du? Ja, vom Schiff. Schön, wenn sich einer auf den anderen verlassen kann. Es gibt Sicherheit. Kann ich mich auf dich verlassen? Das wirst du schon merken, wenn wir verheiratet sind. Bring dich schon sicher über jeden Damm. Schifffahrtsstelle ruft MGS Hohenloco. Hohenloco, bitte kommen. Over. Hier, Hohenloco, Göpfert, was liegt an? Over. Hubert, na endlich. Hörst du mich gut? Over, geh auf Kanal 12. Du, ich habe ein Privattelegramm für Schiffsführer Uwe Wichert. Lieber Papa,
Bin soeben 10.30 Uhr eingetroffen. Wiege fast 8 Pfund. Mutti geht es gut. Freuen uns schon auf deine Rückkehr. Viele Küsschen, dein Sohn Robby. Over. Ist ja mal eine erfreuliche Mitteilung. Der erste Vater auf der Hohen Loco. Du. Ich hab mal eine Bitte. Ja, ich sag's. Tschüss. Der Hubert hat angerufen über die Schifffahrtsstelle. Ach, der liebe Hubert. Mhm. Du möchtest in circa einer Stunde am Liegeplatz sein. Die Hohen Loco kommt vorbei. Und? Ja, die können nur kurz halten. Mehr hat er nicht gesagt? Nö. Ist was, Mädchen? Kann ich mal gehen? Dauert nicht lange. Na ja, zu schauen. Auf. Das. Auf die Frau. Ja. Auf die Frau, auf den Stammhalter. Ja, auf den Stammhalter. Und auf den Papa. Ja. Na ja. Und auf die Kinder, die noch kommen werden. Ja. Sag mal, mein lieber Hübi. Davon kriegt man ja nicht nur stumpfe Zähne. Das macht ja auch einen kleinen Fuß. Nicht bei Hübi. Sag mal, mein Lieber, wir haben doch hier noch was Schönes. Du hast doch nichts dagegen. Hier ist doch eine wunderschöne Pulle. Oh, ewige Stadte. Weißt du, eine richtige Schipperfrau lernt das voll ganz alleine, ja? Und ich dachte immer nach der Hochzeit müsste ich egal weg, wo Kabeln kommen. Also, wenn man euch so auf der Fahrt erlebt. Und ich stelle mir vor, einer soll das auf einmal alles aufgeben. Ja? Ja, der kommt ja innerlich wirklich nie zur Ruhe. Denke ich mir. Hm? Gib mal ein Glas Ruß. Auf die Erkenntnis muss ich einen trinken. Was ist denn los? Der hält ja an. Na, ich guck mal nach. Was ist los? Ich hab gesagt, wir fahren durch. Nur 10 Minuten. Sie glaubt's nicht. Wo ist er? In der Messe. Loni, bleib hier. Lass mich. Ich will's sehen. Ach, du verdammter Narr. Wenn dir die Haare ans Hemd stoßen, siehst du nicht mehr durch. Mensch, ich liebe Loni. Ernsthaft seine Angelegenheiten klären, ich will sie. Und, will sie dich? Für deine Eigenmächtigkeit kriegst du ein Disziplinarverfahren. Also doch. Tag, Schatz. Störch? Willst du mich nicht vorstellen? Sloane Phelans, Kellnerin. Was denn nicht mehr? Sehen Sie mal, wie schüchtern da ist mein Ernie. Vielleicht klärst du mich mal auf, wenn ich bitten darf. Ich bin die Freundin von Ernie. Und auch seine Geliebte. Oder Gespielin, wenn Sie so wollen. Immer wenn er hier ist, sind wir zusammen. Und wenn ich es nicht mehr aushalte, reiße ich ihm nach. Nun sag doch mal was! Sag doch mal was, sag doch mal was. Was soll man da noch sagen? Du hättest es schon noch erfahren, aber von mir. Mein Gott, wir wollen doch heiraten, Waltraud. Zweigleisig fährst du also. Was bist du doch für ein... Du Lügner! Schweine seid ihr. Beide. Ich dachte, auf dich ist Verlass. Hier haben Sie ihren Ernie wieder. Sie Flittchen! Wer gibt Ihnen das Recht, mich zu beleidigen? Mensch, bleib hier! Und du renne gefälligst nach!
Das ist sinnlos. Ich kenne sie. Sie ist stolz. Da geht nichts mehr. Hubert hat mir das angeleiert. Ihr seid doch alle verrückt geworden. Ernie, sag doch was. Verzeih mir bitte, aber ich liebe dich doch. Und das mit der anderen vergesse ich. Verschwinde. Hau ab, raus hier, raus. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Du denkst wohl, du bist der Größte, was? Auf dem Fluss waren noch andere Schiffe. Waltraud! Waltraud, komm zurück! Bitte! Das ist doch alles nur ein Missverständnis. Ernst liebt dich. Nur dich. Das mit Loni na gut, aber das ist doch alles vorbei. Geben Sie sich doch keine Mühe. Es ist aus, endgültig. Ich bin so erzogen. Ein Verrat kann ich nicht verzeihen. Bitte, Waltraud. Mensch, lassen Sie mich doch gehen. Hubert! Komm raus! Und! Du bist ja wirklich. Bist du ein Flittchen? Ein Flittchen ist. Was habe ich euch eigentlich getan? Und dich habe ich mal geliebt. Du! Du bist an deinem Schuld, mein Lieber! Durchlaufen wollten wir! Durchlaufen? Klar! Vorbeidrücken wolltest du dich! Eine für die Woche! Und eine für sonntags, was? Nur warte doch mal, Loni. Anni! Los, Anni. Bootsmann, Klammerrot, komm, komm! Nee, bleib bloß liegen, komm. Hubert! Ja? Du bist vielleicht eine Pflaume. Hast mir eine schöne Suppe eingebrockt, na vielen Dank auch. So, besoffen? Von zwei Bier? Ich habe Kopfschmerzen. Deine Haare sind ja ganz verklebt. Ist das Blut? Nun mach doch nicht so einen Wind. Das ist nur ein Kratzer. Ach, ist ja gut. Dann komm hoch und mach die Leinen los. Wir haben schon genug Zeit verloren. Kannst dich nachher wieder hinhauen. Na, wenn das mal gut geht. Ernie, komm. Ernie, wir sitzen fest. Wir haben Havarie. Jetzt haben wir die Scheiße. Das verfluchte Packeis. Hast du was abgekriegt? Nein, mir ist schlecht. Der wird doch gar nicht mehr munter.
Mensch, warum hast du das noch nicht verbunden? Wir müssen die Schifffahrtsstelle rufen, Uwe. Hubert, komm. Lass es uns noch mal allein versuchen. Komm. Der rückt und rührt sich nicht. Dreh doch mal nach Backbord. Warum denn? Da passiert doch auch nichts. Er hat sich festgerammelt. Guck doch mal hinten nach. Warum? Warum, warum? Mach doch mal, was ich sage, Bootsmann. Stimmt doch was nicht. Was ist? Stell den Motor ab! Das Ruder hat sich verklemmt! Okay! Schaffst du es? Ich werf den Motor wieder an. Hörst du? Hubert? 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 Ich bin schuld, ja. Hubert muss sofort tot gewesen sein. Als Klamroth dann auftauchte, habe ich mich versteckt. Aus Angst vor der Verantwortung. Die Nerven. Und dann dachte ich eben nur noch an meine Frau und das Kind. Von Ihrem Fehlverhalten und dem Schaden, den Sie angerichtet haben, können wir Sie nicht freisprechen. Aber an dem Tod Ihres Kollegen Hubert Köpfert sind Sie nicht schuld. Was? Ich bin gar nicht schuld? Nein. Hubert Göpfert starb an den Folgen eines Blutgerinnsels im Gehirn. Und zwar eindeutig durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf. Damit. Sollen wir Sie nach Hause fahren? Oder möchten Sie zu Ihrer Frau? Zu meiner Frau, ja. Ja, bitte. Wo ist dann aber die Loni abgeblieben? Die war bei Hubert in der Kajüte, bis Klamroth auftauchte. Naja, dann hat sie doch die Prügelei miterlebt. Nee, die sagte, es war überhaupt keine. Klamroth hat nur ein oder zweimal getroffen. Er war schon blau. Hubert hat ihn sich nur vom Halse gehalten. Mensch, wo kommt dann aber das Blut her an der Hand von Klamroth? Ja, 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 wo kommt das her? Also, Klamroth ist nochmal zurückgegangen, als Loni schon von Bord war. Die Prügelei ging weiter in der Kajüte, da hat er den Flaschenöffner gegriffen und hat... Moment mal, den Kratzer. Welchen Kratzer? Na, Loni sagte, den hat sie von der Rangelei. Ich hab's. Hey! Wo willst du denn so schnell hin? Ich muss mal ganz dringend. Als ich Sie gestern abholte, da hatten Sie einen Kratzer am Arm. Und Sie sagten, der sei von einer Rangelei. Darf ich fragen, mit wem? Hab ich Ihnen das nicht erzählt? Nee. Naja, das war Hubert. Der wollte was von mir. Da habe ich mich gewehrt. Deshalb der Kratzer. Mhm. Fräulein Fielens, erzählen Sie uns das doch mal ganz genau. Also, das war so. Als ich übers Deck rannte, heulend, da stand plötzlich Hubert vor mir. Loni! Entschuldige. Das war vielleicht eine Pferdekuh. Ja, das war's. Ich bin vielleicht eine blöde Kuh. Hast du mal einen Schnaps? Ja, komm, unten.
langsam mit mir wohler. Loni, ich bleib dir doch. Ja, du bleibst mir. Wird mir warm. Nicht mehr, Robert. Bitte. Loni, ich lieb dich doch. Was ernst kann, kann ich auch. Ich will dich. Lass mich los! War es der? Ja. Aber er war doch noch ganz klar. Nicht mal ohnmächtig. Er kann noch Stunden leben. Tage.